In diesem Video gibt es wieder Tipps, Tricks und Hacks für dein iPhone, aber auch erste Informationen zum großen Apple iOS 17 Update. Du möchtest, dass dein iPhone, wenn du eine Nachricht oder einen Anruf erhältst, blitzt? Kein Problem. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Hierzu gehst du in Einstellungen, anschließend auf Bedienungshilfen, dann auf Audio und Visuelles und zum Schluss auf LED-Blitz bei Hinweisen. Jetzt kannst du den LED-Blitz bei Hinweisen, beim Entsperren und im Stummmodus aktivieren. Wenn du jetzt eine Nachricht oder einen Anruf bekommst, blitzt dein iPhone. Du hast aus Versehen ein Foto oder Video gelöscht und möchtest das wiederherstellen. Geht das überhaupt? Na klar. Und wie? Das zeige ich dir jetzt. Als erstes öffnest du die Fotos-App. Um dir die Wiederherstellung von Fotos und Videos zu zeigen, wähle ich jetzt einige Fotos aus und lösche diese anschließend. Um diese jetzt wiederherzustellen, gehst du in der Fotos-App unten rechts auf Alben und tippst anschließend auf Zuletzt gelöscht. Jetzt gehst du oben wieder auf Auswählen und wählst die Fotos und Videos aus, die du gerne wiederherstellen möchtest. Jetzt musst du nur nach unten rechts auf Wiederherstellen tippen und dies dann noch einmal bestätigen. Jetzt befinden sich deine Fotos oder Videos wieder ganz normal in der Mediathek. Dir gefällt auf deinem iPhone die Anordnung auf deinem Homescreen nicht? Wie du das schnell und einfach ändern kannst, das zeige ich dir jetzt. Wenn du mehrere Apps einzeln verschiebst, kann das sehr schnell anstrengend werden. Einfacher ist das, wenn du mit dem Finger das App-Icon gedrückt hältst und dann ganz einfach mit einem zweiten Finger die Apps einsammelst, die du auch noch verschieben möchtest. Mit dem gedrückten Finger wischst du jetzt zum Bildschirmrand und kannst so die Apps verschieben. Die einfachere Methode ist jedoch mit einem zweiten Finger über das Display wischen bis zum gewünschten Fenster, an dem die Apps platziert werden sollen. Jetzt nochmal kurz auf den Bildschirm tippen und alles ist perfekt. Zum Sortieren der Apps auf dem Homescreen einfach ein App-Icon antippen und gedrückt halten, dann mit einem zweiten Finger die Apps in der Reihenfolge antippen, wie sie auf dem Homescreen platziert werden sollen. Jetzt noch den ersten Finger vom Display nehmen und die App-Icons werden auf dem Homescreen platziert, wie gewünscht. Wenn ich mich auf dem iPhone im Taschenrechner vertippt habe, habe ich mich immer gefragt, wie ich das wieder rückgängig machen kann. Wie das ganz einfach geht, zeige ich dir jetzt. Wenn du dich auf dem Taschenrechner vertippt hast, kannst du diese Taste drücken. Allerdings ist dann das, was du eingegeben hast, komplett weg. Wenn du dich beim Eingeben von Zahlen vertippt hast, kannst du das aber ganz schnell korrigieren, indem du über das Display nach links oder rechts wischst und so falsch eingegebene Zahlen wieder löschst. Du möchtest dir ein YouTube-Video ohne Premium-Abo auf dem iPhone im gesperrten Modus anhören? Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Hierfür öffnest du den Safari-Browser, anschließend YouTube und öffnest hier dein gewünschtes Video. Wenn du das Video gestartet hast, musst du den Safari-Browser schließen und schnell das Kontrollzentrum öffnen. Jetzt musst du zügig mit dem Finger auf Play tippen. Der Ton deines YouTube-Videos läuft jetzt auch im Sperrbildschirm. Und du kannst die Wiedergabe hier auch steuern. Dein iPhone hat sich komplett aufgehangen, nichts geht mehr. Wie du diese Situation beendest und einen Neustart machen kannst, zeige ich dir jetzt. Wenn dein iPhone eingefroren ist und du nichts mehr machen kannst, hilft nur noch eins, der erzwungene Neustart. Hierfür musst du kurz die Lauter-Taste, dann die Leiser-Taste antippen und anschließend musst du die Seitentaste so lange gedrückt halten, bis das Apple-Logo erscheint. Jetzt startet dein iPhone neu und du kannst es danach wieder ganz normal verwenden. Du möchtest bei deinem nächsten Anruf deine Rufnummer nicht weitergeben, also anonym anrufen? Kein Problem. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Um einen anonymen Anruf zu starten, gibst du nach Öffnen der Anruf-App die Kombination Raute 31 Raute ein. Und anschließend gibst du die Nummer ein, die du anrufen möchtest. Zum Schluss noch auf das Anrufsymbol tippen und der anonyme Anruf wird gestartet. Einen Screenshot hat jeder schon einmal gemacht. Doch wie man diesen schnell und einfach bearbeiten kann, das zeige ich dir jetzt. Für einen Screenshot drückst du gleichzeitig kurz die Seiten- und die Lauttaste. Danach öffnet sich ein kleines Fenster unten links und dieses tippst du ganz kurz mit dem Finger an. Wenn du jetzt unten rechts auf das Plus-Symbol tippst, steht dir zum Beispiel eine Lupe zur Verfügung. Mit dieser kannst du jetzt Bildausschnitte vergrößern. Wenn du diesen jetzt etwas hervorheben möchtest, gehst du unten rechts auf das Plus-Symbol und anschließend auf Deckkraft. Durch das Bewegen des Reglers kannst du die Deckkraft deines Ausschnittes jetzt erhöhen. Dies musst du noch kurz bestätigen.
Du hast auch die Möglichkeit, einen Text einzufügen, diesen zu positionieren, in der Größe zu ändern und auch farblich anzupassen. Vor dem Speichern kannst du auch noch eine Unterschrift hinzufügen. Zum Schluss gehst du oben links auf Fertig und in Fotos sichern. Deinen Screenshot findest du nun in der Fotos-App. Du möchtest gerne zum Beispiel bei einem Foto von dir den Hintergrund austauschen? Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Dazu öffnest du das Foto und tippst mit dem Finger auf das Display. Jetzt tippst du mit dem Finger auf die Person und hältst diesen so lange gedrückt, bis die Person aus dem Foto ausgelöst ist. Jetzt mit einem zweiten Finger auf das Display tippen und auf Zurück. Nun den zweiten Finger vom Display nehmen. In der Fotos-App tippst du jetzt auf ein beliebiges Foto. Anschließend gehst du auf den Teilen-Button und hier auf Overlay Image. Wenn der Punkt Overlay Image bei dir nicht vorhanden ist, Video bis zum Ende schauen. Overlay Image antippen und in dem Fenster, was sich oben öffnet, auf Fotos gehen. In der Fotomediathek wählst du das gewünschte Hintergrundbild aus. Anschließend öffnet sich oben ein Fenster und du wählst Fotos aus. Jetzt tippst du auf das am Anfang erstellte Bild. Dieses kannst du nun mit dem Finger in die gewünschte Position ziehen. Durch Wischen mit zwei Fingern auf dem Display kannst du das eingefügte Bild vergrößern. Jetzt musst du noch auf Fertig gehen und anschließend Bild sichern. Sollte der Befehl Overlay Image bei dir nicht vorhanden sein, gibst du in deinem Browser in der Google-Suche genau das ein. Tippst auf den ersten Link, dann auf diesen Link tippen, Kurzbefehl hinzufügen, Overlay Image antippen und gedrückt halten, auf Details gehen und im Share Sheet anzeigen aktivieren. Und zum Schluss auf Fertig. Du möchtest für verschiedene Apps auf deinem iPhone eine zusätzliche Sperre einrichten. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Wenn du für bestimmte Apps eine Zugriffssperre einrichten möchtest, gehst du zuerst in Kurzbefehle, anschließend auf Automation, dann persönliche Automation erstellen, zu App scrollen und dann auch auswählen, dann unter App auf Auswählen gehen und nun die gewünschte App, die bei Aufruf gesperrt werden soll, auswählen. Als Beispiel nehme ich die Fotos-App. Jetzt noch oben rechts auf Fertig, dann auf Weiter, Aktion hinzufügen, über die Suchleiste den Sperrbildschirm suchen und auch auswählen. Oben rechts auf Weiter und vor Ausführen bestätigen, deaktivieren. Jetzt noch oben rechts auf Fertig. Wenn du jetzt die Fotos-App öffnest, wird dein iPhone gesperrt. Und wenn du es benutzt, auch sofort wieder über Face ID entsperrt. Und du kannst ganz normal auf deine Fotos und Videos zugreifen. Gibst du auch noch so deinen Sperrcode ein? Wie das einfacher geht? Das zeige ich dir jetzt. Dafür gehst du in Einstellungen, dann in Bedienungshilfen und dann in Sprachsteuerung. Sprachsteuerung aktivieren, anschließend Befehle anpassen. Jetzt noch neuen Befehl erstellen und einen Text für den Befehl festlegen. Ich nehme hier Start. Jetzt noch eine Aktion festlegen und eigene Geste ausführen antippen. Da du im nächsten Schritt den Code auf dem Display eingeben musst, solltest du dir diesen am Anfang markieren. Ich habe hier im Beispiel die Codefolge 123456. Jetzt gibst du den Code genau in der Reihenfolge auf dem Display ein. Danach gehst du unten rechts auf Stopp, anschließend noch auf Sichern. Dann musst du noch einen Schritt zurückgehen und wieder auf Sichern. Wenn du jetzt den am Anfang festgelegten Text sprichst, Start, wird dein iPhone automatisch entsperrt. Die Kamera deines iPhones bringt schon einige geniale Funktionen mit. Einige davon zeige ich dir jetzt. Wenn du die Kamera-App geöffnet hast, gehst du in den Porträtmodus. Um die Hintergrundschärfe einzustellen, gehst du oben rechts auf das F und kannst diese dann durch Hin- und Herwischen auf dem Display einstellen. Zusätzlich hast du die Auswahl zwischen natürliches Licht, dem Studiolicht, was die Aufnahme etwas weicher macht, dem Konturenlicht für etwas mehr Kontrast, dem Bühnenlicht für einen schwarzen Hintergrund. Hier steht zusätzlich noch das Bühnenlicht Mono zur Verfügung und im High-Key-Modus wird ein helles Bild mit gleichmäßigen Ton erzeugt. Jetzt ist es da, iOS 17. Und mit ihm kommen auch wirklich schöne Klingel- und Nachrichtentöne. Und wie du die einstellst, das zeige ich dir jetzt. Um einen Klingelton oder einen Nachrichtenton einzurichten, gehst du in Einstellungen, anschließend auf Töne und Haptik und jetzt noch auf Klingelton. Hier findest du als erstes die neuen iOS 17 Klingeltöne und ich spiele dir jetzt mal einige an. Zum Einstellen von Nachrichtentönen gehst du wieder auf Zurück, anschließend auf Nachrichtenton. Jetzt siehst du die neuen Nachrichtentöne aus iOS 17. Ich spiele einige an. Sowohl beim Klingelton als auch beim Nachrichtenton wird immer der Ton festgelegt, den du zuletzt angetippt hast, bevor du auf Zurück gegangen bist. Mit iOS 17 kannst du dein iPhone ganz neu gestalten, zum Beispiel mit Hintergrundbildern. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt.
Um deine Hintergrundbilder unter iOS 17 zu ändern, tippst du auf das Display, bis die Auswahl erscheint. Suchst hier Neues hinzufügen und gehst dann auf das Plus. Jetzt kannst du dir unter verschiedenen Rubriken einen neuen Hintergrund aussuchen. Ein neues und interessantes Thema ist das Kaleidoskop. Durch kurzes Antippen öffnet sich das Bild und du erhältst eine Vorschau. Ein interessantes Thema ist auch Wetter und Astronomie. An dieser Stelle kannst du den Stil auch durch Wischen auf dem Display ändern. Unter Sammlungen findest du auch schöne Themen. Um die Auswahl zu bestätigen, tippst du oben rechts auf Hinzufügen und anschließend als Hintergrundbildpaar festlegen. Durch kurzes Antippen des Displays siehst du deinen neuen Hintergrund. Das war es auch schon mit meinem Video. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Und wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann hinterlasse doch bitte ein Abo.